In diesem Hightech-Labor beschäftigen sich Astrophysiker, Optik- und Mikroelektronik-Ingenieure mit der Verbesserung unseres Alltags. Willkommen in der vierten Dimension. Die Verbesserung unseres Alltags steckt in diesem transparenten Plättchen. Das ist ein Photovoltaikplättchen. Es produziert Energie, sobald es einer Lichtquelle ausgesetzt ist. Und dieses Plättchen befestigt man am Handy? Genau. Es wird in das Telefon integriert. Hier haben wir ein Handy, bei dem dieses Detail fehlt. Und hier habe ich diese Technologie in das Handy integriert. Wie Sie sehen, gibt es kaum einen Unterschied. Der einzige Unterschied zeigt sich ein wenig im Kontrast. Absolut transparent. Absolut. Keine Beeinträchtigung des Touchscreens? Nein, da gibt es keinen Unterschied. Ich bewege ihn mit dem Handschuh hin und her. Das ist gar nicht so einfach. Und das funktioniert einwandfrei. Dieses Telefon wird im Inneren gerade aufgeladen. Und der Akku lädt komplett auf, sobald es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Der Himmel ist bedeckt. Wird der Akku, wenn es anfängt zu regnen, auch aufgeladen? Sobald es eine Lichtquelle gibt, wird der Akku geladen. Darin sind genügend Photonen enthalten, um eine Solarzelle zu aktivieren. Nur bei völliger Dunkelheit wird die Solarzelle nicht aufgeladen. Wenn man sie eine Stunde lang auflädt, kann man 15 Minuten lang telefonieren. Dieses Smartphone ist ein Prototyp. Das allererste Smartphone mit dieser neuen Solarenergietechnik. Es eröffnet absolut erstaunliche Perspektiven. Welchen Umsatz erhoffen Sie sich? Über 100 Millionen Euro in 5 Jahren. Eine Kommerzialisierung von Handys mit dieser Technik haben wir für Sommer 2013 geplant. Werden sie teuer sein? Wir rechnen mit 1 Euro pro Bauelement für ein Smartphone. Werden sie weltweit verkaufen? Pro Jahr werden 1,5 Milliarden Handys verkauft. Wenn man sich die Einführung des Touchscreen anschaut, das ging rasend schnell. Wir werden je nach Telefontyp direkt unter oder oberhalb des Touchscreen rangieren. Die Perspektiven sind also wirklich enorm.